Verehrte Zuschauer, zum Sendeschluss meldet sich noch einmal die Heute-Redaktion mit Nachrichten. Zum Abschluss ihrer Aktionswoche gegen die Nachrüstung will die Friedensbewegung heute Großdemonstrationen in mehreren Städten veranstalten. Sogenannte Volksversammlungen finden in Bonn, Hamburg, Berlin, Stuttgart und Neu-Ulm statt. Zwischen einer amerikanischen Kaserne in Stuttgart und einer anderen US-Kaserne in Neu-Ulm wollen die Friedensinitiativen eine über 100 Kilometer lange Menschenkette bilden. Zentrum der Aktionen soll die Bundeshauptstadt Bonn sein. Auf einer Veranstaltung in Bonn wird auch der SPD-Vorsitzende Brandt sprechen. Die CSU will mit einer Friedenskundgebung auf dem Münchner Marienplatz ein Gegengewicht zu den Aktionen der Friedensbewegung schaffen. Gestern hatten Anhänger der Aktionswoche mehrere Ministerien in Bonn mit friedlichen Demonstrationen blockiert. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer haben auf ihrer gestrigen Konferenz in Stuttgart einen Vorschlag zur Verkürzung der Arbeitszeit im öffentlichen Dienst ausgearbeitet. Er soll in der nächsten Woche im Bundesrat eingebracht werden. So sollen Beamte künftig die Möglichkeit erhalten, sich mit 55 Jahren beurlauben zu lassen. Bayern lehnte den Vorschlag ab und will diese Lösung nur auf Lehrer beschränken. Rund 1 Million Spanier haben sich am Freitagabend im ganzen Land an Protestdemonstrationen gegen den Terror der baskischen Separatistenorganisation ETA beteiligt. Sie folgten einem Aufruf aller im Parlament vertretenen Parteien, von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden. Anlass für die Demonstrationen war die Ermordung eines von ETA-Terroristen entführten Hauptmanns. Die Schweiz hat sich bereit erklärt, Gastgeber einer Aussöhnungskonferenz der libanesischen Bürgerkriegsparteien zu sein. Als Tagungsort ist Genf vorgesehen. Als Termin wird der 1. November genannt. Ursprünglich sollte die Konferenz am Donnerstag auf dem internationalen Flughafen von Beirut stattfinden. Die libanesische Opposition hatte den Ort als nicht sicher genug abgelehnt. Hier noch drei Ergebnisse von Spielen in der zweiten Fußball-Bundesliga. Wattenscheid 09, Rot-Weiß Oberhausen 3:0, Rot-Weiß Essen SC Charlottenburg Berlin 4:2 und Alemannia Aachen Lüttringhausen 1:0. Die Wetteraussichten. Nachts teilweise Frost, tagsüber nach Auflösung einzelner Nebelfelder heiter und trocken. Höchsttemperaturen um 10 Grad. Damit, verehrte Zuschauer, ist das Programm des ZDF beendet. Wir wünschen eine gute Nacht.